Hallo Deus Ex Fangemeinde, ich bin Pandur und ich möchte euch in diesem Video zu Mankind Divided zeigen, wie ihr an die Trophäe die Goldene Kolonie kommt. Diese bringt euch gleichzeitig ein weiteres Praxiskit ein, von denen ihr ja mehrere im Spielverlauf finden könnt, also quasi mehr Talentpunkte, einen Talentpunkt mehr erhaltet. Diese Trophäe zieht sich durch den halben Utulek-Komplex, also durch die siebte Hauptgeschichtsmission. Ihr könnt die Trophy quasi parallel einsammeln, sie macht die Mission aber ein bisschen schwieriger. Ihr braucht dafür zwingend diese Fähigkeit, mit der ihr Wände einschlagen könnt, also zumindest Schwachstellen in Wänden einschlagen könnt, und einen recht hohen Hacking-Skill. Zumindest weiß ich an einer Stelle nicht, wo man den Code herbekommt, aber es kann auch sein, dass mir da einfach der Lösungsweg gefehlt hat und irgendwer anders den schon kennt. Müsstet ihr dann im Zweifelsfall mal im Internet ein bisschen suchen. Aber das erzähle ich euch, wenn wir zu der Stelle kommen. Erstmal ist wichtig, dass ihr vom Startpunkt aus genau den Weg zurücklegt, den ich gerade gegangen bin, denn dann findet ihr hier diesen goldenen Pinguin oder den Pinguinprinz. Und der ist eben der Dreh- und Angelpunkt dieses Erfolges. Ihr müsst den jetzt quasi zu seinem Volk bringen. Und das befindet sich im zweiten Abschnitt, also in der zweiten Hälfte dieser Mission. Ich vereinfache mir hier an der Stelle ein bisschen was, indem ich mir jetzt einfach diese Fähigkeit nehme, mit der man so tief fallen kann, wie man möchte. Das ist nämlich hier ganz praktisch, sonst müsste ich jetzt echt viel schrittweise machen und so kann ich einfach mich runterfallen lassen. Ist aber nicht zwingend notwendig, die müsst ihr nicht unbedingt haben. Also Hintergrund, falls ich das noch gar nicht erwähnt hatte, ist jetzt diesen dummen Pinguin die ganze Zeit mit sich durch die Gegend zu schleppen. Und das bringt halt ein paar Probleme mit sich, weil ihr könnt dann zum Beispiel nicht unsichtbar sein. Wenn ihr den werft, dann macht der Geräusche, also damit könnt ihr Leute aggressiv machen und so ein Zeug. Es wird halt ein bisschen schwieriger, aber ich vollziehe jetzt hier trotzdem nur den normalen Weg dieser Quest bzw. Mission. Ich breche jetzt also erstmal in diese Polizeistation ein, um Tibor zu befreien. Dafür nehme ich einfach mal neben der Polizeistation, wie ihr sehen könnt, hier diesen Lüftungsschacht. Den Pinguin könnt ihr übrigens die ganze Zeit werfen, nur wie gesagt, wenn Leute in der Nähe sind oder Laserschranken oder keine Ahnung was, solltet ihr nicht unbedingt werfen. Also um auf euch aufmerksam zu machen oder irgendwas in die Luft zu jagen, wäre dann vielleicht nicht ganz so toll. Ihr habt gerade gesehen, am ersten Ausgang des Lüftungsschachts war bereits ein Polizist. Wir nehmen jetzt einfach den zweiten, damit sind wir in der Polizeistation drin. Den Kerl hier, den könnt ihr einfach von hinten ausschalten, das sollte überhaupt kein Problem sein. Der zweite guckt sowieso immer weg, an dem könnt ihr also gleich einfach vorbeilaufen, so wie ich das hier mache. Gleich gegenüber, also da rechts ist der Polizist und hier hinter der Tür verstecken sich die Zellen, wo dann auch Tibor ist. Da kommt jetzt eine kleine Zwischensequenz, die überspringe ich einfach mal. So, ich hole mir jetzt mal den Pinguin wieder rein. So, ihr habt jetzt wirklich nur die Zwischensequenz verpasst, wie ihr gesehen habt, bin ich auf der anderen Seite der Tür. Ich muss jetzt wieder aus der Polizeistation raus, zu den Märkten in dem Fall. Das ist ein anderer Ausgang und ich bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher, wo der ist. Hier gibt es ja dummerweise auch immer tausende von Wege, um irgendwo rein oder rauszukommen. Das ist manchmal schon verwirrend. Außerdem müsste ich jetzt theoretisch noch Tibors Kollegen, Bruder oder keine Ahnung was das ist, befreien, also um diese Hauptmission zu erfüllen, aber das will ich ja jetzt gar nicht. Ich will ja nur diesen Pinguin hier an seine Bestimmungsstelle bringen. So, das hier müsste jetzt die richtige Tür sein. Hier könnt ihr wieder hinter dem Polizisten einfach durchschleichen, also ich krieche gerade oder habe gerade gekriecht. So, und jetzt komme ich zu den Märkten. Auch auf den Märkten gibt es wieder verschiedene Lösungswege, um weiterzukommen. Ich werde mir jetzt eine Karte von einem Polizisten klauen. Und dieser Polizist, der telefoniert hier am Anfang gerade. Das ist der Glatzköpfige hier links im Bild. Da muss ich jetzt erstmal warten, bis der sein Telefongespräch beendet hat. Das kann einen Moment dauern. Ich gehe mal einfach dahin, wo ich gleich schon hin muss und stelle meinen Pinguin ab. Mit dem Fahrstuhl hier links möchte ich halt fahren, aber dafür brauche ich die Zugangskarte von dem Polizisten. Der telefoniert immer noch, also beschäftige ich mich mal anderweitig. Hier lag irgendwo ein E-Book zum Lesen. Ist ja immer nett, diese ganzen Sammelobjekte mitzunehmen, bringt auch Erfahrungspunkte. Einfach kurz durchlesen und schon hat man ein bisschen XP. Ja, wieder einen neuen Praxispunkt bekommen, yeah. So, jetzt sollte der Polizist hoffentlich so langsam mit seinem Telefonat fertig sein. Ja, und dann folgt ihr dem einfach. Ich muss jetzt mal einen Moment abwarten, bis der an seinem Bestimmungsort ist.
gut an, wenn das Blut wieder zirkuliert. Wenn Sie etwas über den Musikanschlag wissen, sagen Sie was. Wie ihr den ausschaltet, ist eigentlich vollkommen euch überlassen. Ich habe den nur nach hinten reingehen lassen, damit seine Kollegen nichts davon mitkriegen. Ich könnte ihn jetzt auch wieder erschlagen, abstechen oder sonst was, aber elektrifizieren ist doch auch schön, oder? Ja. Egal wie ihr ihn umgenietet habt, er hat diese Access, diese Zugangskarte bei sich, die schnappt ihr euch und dann steigt ihr damit in den Fahrstuhl. Das ist übrigens immer noch der normale Verlauf dieser Mission, wie ihr sehen könnt. Ich habe gerade was weiteres abgehakt. Das Dumme ist hier immer nur diesen Pinguin aus der Hand zu legen und wieder aufzunehmen, weil man ihn überall hin tragen muss. Falls ihr irgendwie Langeweile zwischendurch verspürt, dann könnt ihr dem Pinguin ja einen Namen geben. Ja, Fahrstuhlfahrt ist es wieder ähnlich langweilig wie gerade das hinter dem Polizisten herlaufen. Aber müssen wir leider machen. Ich kann in der Zwischenzeit vielleicht erwähnen, dass ihr auch noch weitere Praxiskits in Deus Ex Mankind Divided finden könnt, die wesentlich einfacher zu bekommen sind. Wir haben dazu auch noch parallel einen anderen Guide gemacht. Ich bewege mich jetzt hier gerade wieder auf eine neue Story-Sequenz zu. Deswegen stelle ich den Pinguin ab und gehe hier mal rein und überspringe jetzt das, was hier eigentlich kommen wird. Ich bin jetzt auf der anderen Seite der Tür. Marchenko, der in der Sequenz zu sehen war, ist abgezogen. Ich hole erstmal wieder meinen Pinguin rein. Auch das hier ist immer noch der normale Verlauf für diese Quest. Den müsstet ihr auch nehmen, wenn ihr die Mission normal erfüllen wollt, also zu Rucker kommen wollt. Bei diesen Laserschranken hier müsst ihr aufpassen, ich werfe da jetzt einfach mal meinen Pinguin durch, hier ist ja sowieso nichts, was mich alarmmäßig stört. Ihr solltet vielleicht ein bisschen mehr Abstand nehmen als ich, damit ihr nicht so viel Energie verliert, also Gesundheit verliert. Wieder eine lästige Tür, für die ich den Pinguin ablegen muss und auf die andere Seite bringen muss. So, und hier müsstet ihr jetzt Hackenstufe 5, glaube ich, sogar haben, um das hacken zu können. Aber das müsst ihr machen, um die Brücke ausfahren zu lassen. Also ich bin generell eigentlich ein Fan vom Hacken. Ich finde das ganz witzig. Ihr könntet hier aber auch so ein, wie heißt das, Omni-Tool? Nee, ich weiß nicht. Also dieses komische Werkzeug nehmen, was ihr bauen könnt, um die Brücke auszufahren. Und ich glaube, den Code schon mal irgendwo gesehen zu haben. Es könnte sein, müsst ihr ausprobieren, dass das 3354 ist. Bin mir da jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Wie auch immer, ich habe es ja jetzt geschafft. Ich muss die Brücke ausfahren und mir dann meinen Pinguin wieder suchen. Und damit geht's dann direkt in den nächsten Fahrstuhl. Beziehungsweise ich muss den Pinguin wieder ablegen, um die Tür hier zu öffnen. Ganz toll. Den Fahrstuhl dahinter nehmt ihr genauso in Betrieb wie den letzten. Das heißt, ihr braucht wieder nur diese Zugangskarte von dem Polizisten. Sollte kein Problem sein. Und der Fahrstuhl bringt euch jetzt ins Territorium der Ark. Das heißt, von dem Punkt an, also sobald ihr hier losgefahren seid, kommt ihr quasi in feindliches Gebiet. Was ich die nächsten Minuten machen werde, ist nicht so angedacht, sag ich einfach mal. Und solltet ihr vielleicht nicht nachmachen. Ihr könnt den Pinguin ja gleich am Anfang irgendwo ablegen, das gesamte Gebiet, sagen wir mal, befrieden, also alle Ark-Leute ausschalten, die euch im Weg stehen könnten, und dann den Weg, den ich euch zeige, ganz normal in Ruhe nehmen und den Pinguin durch die Gegend tragen. Denn das Problem ist, wenn ihr den Pinguin in der Hand habt, dann könnt ihr eigentlich gar nichts machen. Ihr könnt nicht schießen, könnt euch also nicht wehren, ihr könnt euch nicht unsichtbar machen. Man sieht euch immer, weil ihr diesen Pinguin tragt, was halt total nervig ist. Und entsprechend werde ich gleich zu einer wandelnden Zielscheibe. Die Zwischensequenz überspringe ich an dieser Stelle auch mal wieder. Die könnt ihr euch ja ansehen, wenn ihr das spielt. Das braucht ihr euch jetzt hier im Video nicht antun. So, und ich schnappe mir jetzt mal einen Pinguin und das macht bitte nicht nach. Ich laufe damit jetzt einfach durch. Also zu dem Punkt, wo ich hin will. Es wäre auch vielleicht ein bisschen sinnvoller, den Pinguin zu werfen und dann zu rennen oder so, damit man nicht ganz so viel einsteckt. Ich habe zum Glück so ein paar Medipacks bei mir und mir macht das jetzt nicht viel aus. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 eingesetzt, um da durchzukommen. Soll ja auch nur diesem Video dienen. Okay, in diesen Raum mit dieser 2030 irgendwas Beschriftung müsst ihr unbedingt rein. Das ist der wichtige Punkt. Und hier die Schwachstelle könnt ihr nur zerschlagen, wenn ihr diese Augmentierung habt zum Schwachstellen einschlagen. Da werft ihr den Pinguin rein und dann seid ihr schon so gut wie am Ziel.
Ich werfe den jetzt noch zweimal und dann habe ich es quasi geschafft. Also die Energien da unten könntet ihr auch wieder mit einem Talent, mit einer Augmentierung umgehen, aber ich schalte jetzt einfach mal aus. Ich habe an diesem Punkt des Spiels ja auch noch nicht alle Sachen freigeschaltet. Pinguin hochwerfen, selbst hinterherklettern und dann ist der Pinguinprinz auch schon bei seinem Volk. Ihr müsst ihn nur noch im Thron platzieren. Dadurch bekommt ihr die Trophäe, die goldene Kolonie und außerdem klappt da so ein Fach auf, wo ein weiteres Praxisgear drin ist. Damit habe ich den weiteren Praxispunkt, die Trophäe bekommen und bin am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, der Guide hat euch einen kleinen Einblick in dieses Achievement gegeben und ihr gebt diesem Video ein Like. Vielen Dank!